Die Übernahme der Maschinen Terminator lässt grüßen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave. Hinter mir zwitschern die Vögel und meine Frisur sieht aus wie ein Vogelnest. Also es passt auf jeden Fall. Ich möchte sprechen über autonome Fahrzeuge und den Teufelskreis der Personalkosten. Ich habe gestern auf meinem Telegram-Kanal ein Video gepostet von einer autonomen Landmaschine. Ein Schlepper, der sozusagen einen Trecker ersetzt, wo man dann halt alles Mögliche hinten ranhängen kann. Und der dann übers Feld fährt, selbstständig. Und zwar bis zu 20 Stunden und sehr, sehr gute gerade Linien fährt. Und dann wurde da so ein Bauer gezeigt, der das dann sozusagen mitgetestet hat. Und der war ziemlich begeistert und er freut sich, dass er dann die Personalkosten spart. Ja, da ist natürlich der Aufschrei oder auch die Reaktionen auf dieses Video waren eher negativ. Also ich habe das einfach ganz wertlos da reingestellt. Also ich fand es auch interessant. Und was ich aber insbesondere interessant fand, ist, es lohnt sich ja nur, diese Maschine einzusetzen, weil die Personalkosten so hoch sind. Unter anderem natürlich auch wegen der erheblichen Sozialabgaben, die ja den Arbeitgeber besonders nochmal extra kosten, also die der Arbeitnehmer ja gar nicht auf seiner Rechnung sieht. Ja, mal ganz kurz, um das so abzukürzen. Das heißt, also hätte man nicht so hohe Lohnkosten, dann wäre es auch gar nicht lukrativ, solche Roboter überhaupt einzusetzen. Und das erinnert mich an eine aktuelle Geschichte, die im Juli stattgefunden hat. Und zwar ist da eine Testgruppe mit einem E-Actros, also ein E-LKW von Mercedes, von Frankfurt am Main bis zum Nordkap nach Norwegen gefahren. Und zwar nur elektrisch. Ja? Mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen. So, und das wurde auch gefeiert und das ist ja so toll und das ist ja so möglich, wenn man sich die Kommentare anguckt. Ja? Ich verlinke euch das gerne. Loben das die Leute natürlich, ja, also tolle Technik, was da alles möglich ist und man kann das Auto auch laden. So, das ist das, was da gesagt wird. Das ist das, was da drunter steht. Und wenn du das nicht so siehst oder wenn du dagegen bist, dann wird gesagt, du bist sozusagen ein AfD-Versteher. Wirklich, das gibt da solche Kommentare. Also das fand ich schon mal sehr witzig. So, aber wie sieht's denn nun mal wirklich mit der normalen Brille, nicht mit der rosaroten Brille, betrachtet aus? Also, erstens haben die 12 Tage gebraucht für die Strecke von Frankfurt nach Norwegen, also zum Nordkap. Und sie sind nur im Durchschnitt 360 Kilometer am Tag gefahren. Angeblich hätten sie bis zu 550 schaffen können. Die längste Strecke war wie 480. So, also sie mussten halt ständig laden. 360 Kilometer im Durchschnitt pro Tag ist sehr viel weniger, als ein LKW normalerweise fährt. Dann gibt es natürlich diese Ladezeiten, aber das sind nur die elektrischen Ladezeiten, denn es wurde zwischendurch keine Ware abgeliefert oder aufgeladen, wie es ja normalerweise gemacht wird. So, und das heißt, wir sind also 12 Tage unterwegs für diese Strecke. Es lohnt sich für die Spedition nicht, weil die Personalkosten so hoch sind. Ja? Außerdem kostet natürlich ein E-LKW dreimal so viel in der Anschaffung. Und wenn er nicht subventioniert wird, dann ist er halt auch wirklich dreimal so teuer. So, das heißt, er ist dreimal so teuer. Das Auto ist viermal so lange unterwegs. Das heißt, ich habe auch viermal so viel Personalkosten und auch daher lohnt es sich nicht. Jetzt ist da die Lösung. Entweder der LKW fährt auch autonom, ohne Personal, oder man macht alternativ den Diesel so teuer, dass es sich lohnt, weil man dann, also es wäre ja eine künstliche Verteuerung des Diesels, damit der Diesel so teuer ist, dass es sich doch lohnt, 12 Tage bis zum Nordkap zu fahren, elektrisch. Merkt ihr, was ich meine? Das ist die Logik dahinter. Und wir, also die, egal ob das jetzt der Landwirt ist oder der Spediteur, der guckt natürlich, was macht für ihn Sinn und rechnet das durch. Ja, so würde es jeder vernünftige Mensch machen. Und er merkt, okay, es macht jetzt keinen Sinn. Und genau das sind ja dann die Punkte, dass dann halt sozusagen die Befürworter dieser E-Trucks, sage ich jetzt mal, ja, also da gibt es ja noch eine ganz lange Liste, was da noch alles mit da in Zusammenhang hängt, weil die sind natürlich auch
mit seltenen Erden diese Batterien und ist auch überhaupt nicht einfach, das zu machen. Und ob das überhaupt Sinn macht, ja, das muss man alles in die Bilanz eigentlich mit reinflechten. Aber erstmal für den Spediteur macht es so keinen Sinn. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Politik den Diesel dann so weit verteuert, dass es sich dann irgendwann lohnen wird. Und die Kommentatoren unter diesem Artikel, von denen ich eben schon gesprochen habe, das sind die, die nur von 12 bis Mittag denken und sich das gar nicht genau angucken. Weil das bedeutet natürlich, dass auch die alle Kosten, alles, was mit Transport in Verbindung steht, und es steht ja alles mit Transport in Verbindung, natürlich auch exorbitant teurer wird. So, und die Infrastruktur ist ja auch überhaupt dafür noch gar nicht gegeben, kann man ja mal dazu sagen, ja. Also ich meine, wir reden über ganz andere Probleme in der Logistik. Die LKW-Fahrer wissen gar nicht, wo sie parken sollen. Es gibt nicht mal genug Parkplätze. Aber jetzt sollen sie mit dem E-LKW fahren und dann stundenlang irgendwo stehen und das Ding aufladen. Ja, also würde ich mir gerne wissen, wo das sein soll. Also es sind Luftschlösser. Es sind Leute, die sich da, glaube ich, auch selber gerne mit sich selbst beschäftigen. Ja, das ist wie so eine Business-Networking-Veranstaltung von der Handelskammer irgendwo. Ja? Oder, also wie seht ihr das? Ja? Da kann man wirklich hingucken und schauen, wie sie sich alle mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, die Umstände, diese politischen Umstände und diese politischen Entscheidungen, die sehen wir dann halt auch in diesen LKWs oder auch beim autonomen Landwirtschaft, weil das ist im Endeffekt, ist es die Ernte, ja, aus einer viel zu teuren Personalkostenpolitik, zu hohe Abgaben, zu hohe Steuern. Was sind ja auch die Gründe, weshalb überhaupt so viele Unternehmen weggehen oder überhaupt gar nicht erst in so einem teuren Land sich etablieren, ja, oder irgendwas aufbauen. Es sei denn, sie kriegen 15 Milliarden noch Subventionen, dann tun sie so, als wenn sie mal kurz was machen und machen das dann gleich wieder zu. Das ist doch die Realität, oder? So, also, deshalb sollte man jetzt nicht auf den Bauern schimpfen, der diese Technik jetzt nutzt, damit er das ökonomischer betreiben kann, ja, sondern sollte sagen, okay, hier muss unbedingt, wenn man schon was machen möchte, ja, dann ist das hier eine politische Entscheidung, die Steuern müssen runter, die Sozialabgaben müssen runter und dadurch müssen natürlich auch gleichzeitig die Treiber der Sozialabgaben, die es ja gibt, und zwar kann man das auch sehr schnell erkennen, unnötige Treiber der Sozialabgaben, sind halt Leute, die sozusagen auch gar nicht da einzahlen oder eingezahlt haben, die sich aber jetzt mit an diesem System bedienen, ja, und natürlich gleichzeitig auch diese Mischung aus Krankenversicherung und der Pharmaindustrie, die wir gesehen haben, die natürlich auch erheblich beiträgt. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, man merkt halt, es sind selbstgemachte politische Probleme, die auf die Angst machen und die andere auch dazu zwingen, dann halt andere Schritte zu gehen. Also, meine kleine philosophische Runde hier. Liebe Grüße und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine schöne restliche Woche. Ja, wenn ihr Lust habt, vielleicht sehen wir uns am Samstag bei meinem Online-Event. Werde ich auch nochmal unten verlinken. Macht's gut. Ciao, euer Dave.